Ja, meine Damen und Herren, liebe Kunstfreunde, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich im Sitzen hier auch zu Ihnen, zu euch spreche. Mein Statement sollte eigentlich trocken und eher kurz ausfallen. Es ist viel geschrieben worden. Ich möchte mich eigentlich auf ganz wenige Fakten nochmal beschränken und die wiederholen und im Weiteren dann einfach einige Dinge klarstellen, die in der Presse aus meiner Sicht falsch oder unrichtig berichtet wurden, zumindest meine ganz klare Meinung oder mein Empfinden dazu ausdrücken. Um es chronologisch zu machen, manchmal ist es fast literarisch und Höhe und Fall folgen direkt aufeinander. In der Woche vom 20. waren wir Matthias, mit Franz Gertsch, mit Willi Michel in Wien, haben dort die Gertsch-Retrospektive eröffnet, was für Franz Gertsch und auch für die Museumsarbeit sicherlich der größte Erfolg bislang in unserer kurzen Museumslaufbahn hier in Burgdorf war. Ich kam am Montag wieder ins Büro, am 23.10., mein Geburtstag. Es fand nachmittags eine turnusmäßige Sitzung statt. Wir treffen uns immer alle 4 Wochen mit Willi Michel, in der er mir kurz und knapp die Kündigung ausgesprochen hat, mit den Worten: Wir trennen uns zum 31.12. diesen Jahres. Es war ein 5-minütiges Gespräch, in dem eigentlich keine Gründe weiter erläutert wurden. Ich habe nur die Frage gestellt, ich hatte am nächsten Tag einen Termin in Paris, um dort Sugimoto zu treffen, mit dem eine große Ausstellung vereinbart war, ob ich dort noch hinfahren soll. Willi Michel hat mich mit dem Auftrag, diese Ausstellung zu planen, dorthin geschickt. Ich bin mit meiner Kollegin Dolores De Naro dorthin gefahren, mit der zusammen wir diese Ausstellung planen. Hab mit Sugimoto die Ausstellung geplant, kam Donnerstagabend zurück, um dann am Freitag ganz früh mit dem Freundeskreis des Museums nach München zu fahren. Also der Gönnerverein hat eine Kunstreise begleitet. Habe denen nichts von meiner Kündigung gesagt. Bis dato, muss ich auch vielleicht noch ergänzen, war noch nicht die Rede von einer Freistellung. Also diese Reise noch durchgeführt, um dann Montag früh, jetzt der 30.10. um 9 Uhr im Museum zu erscheinen. Arno Stein, der Geschäftsführer des Museums, kam dann um 10 und teilte mir mit, ich hätte bis 17 Uhr das Büro zu räumen und die Schlüssel abzugeben. Im selben Moment wurden dann auch die Mitarbeiter informiert und es wurde beschlossen, sofort mit sofortiger Wirkung einen E-Mail-Responder aufzuschalten, dass ich ab sofort nicht mehr für das Museum Franz Gertsch tätig bin. Das Gleiche wurde auch als Regelung für telefonische Anfragen so festgehalten. Also wenn eine Anfrage kommt, sollte es heißen, dass ich ab sofort nicht mehr dort arbeite. Gründe wurden mir nicht mitgeteilt. Willi Michel war im Hause. Ich habe nach einem Gespräch verlangt. Auch dieses Gespräch wurde abgelehnt. Ich habe die Presse nicht informiert, kann ich auch ganz klipp und klar sagen. Es hat sich relativ schnell rumgesprochen, wie auch immer. Aber nachdem das Museum ohnehin auch diese Auskunft gegeben hat, wurde auch der Presse diese Auskunft vom Museum mitgeteilt. Ich selber habe in der Folgezeit erstmal, solange ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wieso ich überhaupt entlassen wurde, der Presse gegenüber auch nur mitgeteilt, dass es tatsächlich so ist, dass ich gekündigt bin und auch ab 30.10. freigestellt bin. Ansonsten habe ich zum Weiteren nichts gesagt und mich keinen Spekulationen hingegeben. Soweit einfach der Sachverhalt, um jetzt nochmal einiges klarzustellen, was aus meiner Sicht in der Presse nicht oder missverständlich mitgeteilt wurde. Erstens, ganz klares Statement von mir: Es hat mit Willi Michel und Arno Stein nie, zu keinem Zeitpunkt, irgendein Gespräch über eine Neustrukturierung des Betriebs gegeben. Es hat mit beiden kein einziges Gespräch über eine andere Ausrichtung, über den Wunsch nach einer anderen Ausrichtung gegeben. Es hat keine Monierungen des Programms gegeben. Es hat auch keine Forderungen nach einem anderen Budget gegeben. Es hat keine
ja, keine Erklärung irgendwie auch nur über die Notwendigkeit einer neuen Struktur gegeben. Also ich war vollkommen ahnungslos und habe eigentlich das erste Mal das Wort strukturelle Anpassung in der schriftlichen Kündigung erfahren. Also auch im mündlichen Kündigungsgespräch war keine Rede von einer strukturellen Neuordnung. Vielleicht sollte ich auch noch ergänzen, Budget ist ein Wort, das in der Presse jetzt sehr viel aufgetaucht ist. Ich sage klipp und klar, ich habe das Budget nie überschritten. Es wurde von Arno Stein behauptet und geschrieben, dass ich das Ausstellungsbudget überschritten hätte. Ich kann dazu einfach nur sagen, ich habe auf der Ausgabenseite tatsächlich mehr ausgegeben, habe aber jeden Rappen, den wir mehr ausgegeben haben, auf der Einnahmenseite auch wieder reingeholt. Das Jahresbudget des letzten Jahres ist sogar leicht unter dem, was wir erreichen sollten. Also auch da ganz klar. Darüber hinaus würde ich noch ergänzen, auch bisher war es immer so, dass wir eine 50-50-Teilung in der Verantwortung haben. Also ich nenne mich als Position Direktor, aber de facto ist die Hierarchie genau paritätisch. Also alle Verträge, die Gültigkeit haben, müssen von Arno Stein und mir unterschrieben werden. Aber bislang war das so. Und mein Zuständigkeitsbereich war die künstlerische Leitung. Arno Steins Bereich war Finanzcontrolling und Administration. Es war fernerhin zu lesen, die Besuchererwartungen seien nicht erfüllt worden oder das Museum sei kein Publikumsrenner gewesen. Dazu kann man meine Äußerungen anlässlich der Museumseröffnung nachlesen in der BZ im Bund, die ich mit 25.000 bis 30.000 damals taxiert habe. Nach 4 Jahren sind über 120.000 Besucher gezählt worden. Nach meiner Rechnung liegt es eigentlich über meiner Erwartung. Selbst wenn andere Leute höhere Erwartungen gehabt hätten, würde ich doch darauf verweisen, dass in einer Stadt mit 14.000 Einwohnern ein jährliches Besucherergebnis von, ja, sagen wir, zwischen 20.000 und 30.000 durchaus aus Erfolg zu werten ist, zumindest aus meiner Sicht, die ich als halbwegs realistisch einschätzen würde. Die laufende Ausstellung vielleicht noch als Ergänzung hat in den ersten 4 Wochen über 3.000 Besucher gezogen. Weiters war zu lesen, eine Spekulation, ein Grund sei ein Zerwürfnis mit Willi Michel gewesen, zwischen Willi Michel und mir. Das kann ich nur klar dementieren. Also ich weiß zumindest nichts von einem Zerwürfnis. Es hat zwischen uns nie einen Streit gegeben, bei dem es laut geworden wäre oder wo sich wirklich massiv andere Meinungen kundgetan hätten. Also vielleicht ist es von seiner Seite so gewesen. Er hat mir davon jedenfalls nie was berichtet und ich weiß selber nichts davon. Weiters wurde berichtet, ein Grund könne die Privatsammlung von Willi Michel gewesen sein, die ich auch betreut habe. Da kann ich auch nur dazu sagen, es ist überhaupt nichts dran, das kann ich nur in aller Klarheit dementieren. Das Prozedere für Ankäufe seiner Privatsammlung war ganz klar geregelt, das war schriftlich festgehalten, jeder Ankauf ist ganz klar protokolliert und nachgewiesen von Willi Michel, genauso unterschrieben und abgesegnet. Insofern brauche ich da nicht weiter drauf eingehen. Abgesehen davon würde ich vielleicht noch ergänzen, das Programm des nächsten Jahres sah 2 Ausstellungen mit der Sammlung Willi Michel vor, die meines Wissens nach, da können vielleicht andere noch genauer Auskunft geben, nach wie vor auf dem Plan sind. Für den ersten Teil der Sammlung Fotografie habe ich auch den Hängeplan schon fix fertig vor meiner Entlassung entwickelt. Vielleicht wird er noch realisiert, ich weiß es nicht, auch das Konzept für den Katalog lag vor, allerdings noch nicht die Texte, da kann ich dann nichts weiter dazu sagen. Um ein Fazit aus der Geschichte aus meiner Sicht zu ziehen, kann ich nur ganz klar sagen, aus meiner Amtsführung heraus ist die Entlassung in überhaupt keiner Weise zu begründen. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, ich habe nicht die Kasse ausgeräumt, keine Bilder gestohlen, kein Budget überschritten und auch sonst gab es keine irgendwie nennenswerten Vorkommnisse. Die sofortige Freistellung war aus meiner Sicht ein großes Problem. Es mag in der Wirtschaft üblich sein, die CEOs in einer derartigen Weise zu entlassen,